Das D20-System ist ein von Wizards of the Coast unter der Open Game License veröffentlichtes Rollenspielsystem ohne vorgegebene Kampagnenwelt. Kernpunkt ist die Trennung und Austauschbarkeit von Spielregeln und Welt. Der Anspruch besteht darin, dass jede Rollenspielwelt unter D20 spielbar sein soll. Das System ist stark auf mittelalterliche Fantasy-Welten ausgelegt. Für Rollenspiele, die in einer moderneren Welt angesiedelt sind, gibt es das sogenannte D20 Modern, das bekannteste Pen-and-Paper-Rollenspiel Advanced Dungeons & Dragons. Wurde von Wizards of the Coast komplett auf das D20-System umgearbeitet und heißt jetzt Dungeons & Dragons 4th Edition, die im Juli 2008 erschien. In Anlehnung an das Original aus den 1970er Jahren von Gary Gygax. Im Computer-Rollenspielbereich setzen unter anderem Spiele wie Neverwinter Nights auf D20 bzw. das darauf basierende D&D. Eine der Ideen unter dem Vorhaben D20 bestand darin, dem Erscheinen von Erweiterungen für das Rollenspiel Dungeons & Dragons eine rechtliche Grundlage zu bieten. Es gibt mittlerweile Dutzende von Drittfirmen, die solche Erweiterungen für Dungeons & Dragons unter der D20-Lizenz herstellen. Das D20-Regelwerk steht zum kostenlosen Herunterladen auf der offiziellen D20-Website zur Verfügung. Der deutsche Distributor Feder und Schwert hatte in der Vergangenheit abgelehnt, entsprechend ein deutsches Regeldokument zur Verfügung zu stellen. Als Gründe dafür wurden auf immer wiederkehrende Fragen von Fans rechtliche Bedenken angegeben. Da der amerikanische Rechteinhaber WOTC keine lokalisierten Versionen des SRD dulde, dem entgegensteht, dass es in Frankreich bereits seit Erscheinen der französischen Grundregelwerke eine vom dortigen Lizenznehmer herausgegebene Übersetzung des SRD gab, ohne dass WOTC je rechtliche Schritte dagegen unternommen hätte. Im April 2008 überraschte Feder und Schwert die Fangemeinde mit der Ankündigung, dass der amerikanische Herausgeber die rechtlichen Fesseln gelockert habe und einer deutschen Übersetzung des SRD nun nichts mehr im Wege stehe. Die Ankündigung wurde in Fankreisen unterschiedlich aufgenommen. Während die meisten Fans positiv überrascht waren und in einschlägigen Foren sofort mit der Arbeit an der Übersetzungen begannen, kritisierten andere, dass die Entscheidung angesichts der ins Haus stehenden 4-Regeledition von Dungeons & Dragons viel zu spät komme. Versionen D20 Surriname Dollar. Erste Version, Regelbasis der Dungeons & Dragons 3RD-Edition. D20 3 Surriname Dollar und 5 Cent. Verbesserte Version des D20 3 Surriname Dollar, Regelbasis der Dungeons & Dragons V, auch bekannt unter dem Namen Dungeons & Dragons Revised 3RD Edition. D20 4 Surriname Dollar. Vollständig überarbeitete Version des SRD, Regelbasis der Dungeons & Dragons 4th Edition. D20 Modern SRD. Umsetzung des SRD für Nicht-Fantasy-Hintergründe, Regelbasis für das D20 Modern Roleplaying Game.